Kelly ist von Los Angeles bis nach New York gekommen, ohne Geld, ohne Lebensmittel und ohne sich dafür ein Flugzeug, ein Auto oder ein Bahnticket zu kaufen. Ich habe mir ein Zeitlimit gesetzt von 3 Wochen, wo ich dann halt in New York sein wollte. Das heißt, jeden Tag in irgendeiner Form mehr als 250 Kilometer. Mhm. Du hast losgelegt in Los Angeles, die Stadt der Träume. Ja, L.A. kennt man natürlich aus der ganzen Hollywood-Wahnsinn. Ne? Aber in L.A. ist es nicht nur Glamour. Ne? Also ich habe in L.A. auf der Straße geschlafen und unter Brücken. Und das zu erleben, USA ganz anders zu erleben, die Menschen auf der Straße. Man glaubt nicht, wie in USA die Menschen auf der Straße, die halt nichts haben. Weil ja. Es gibt keinen Sozialstaat ja. In USA. Ne? Das ist... es ist schwierig, es war hochinteressant und auch schockierend. Über Las Vegas ist natürlich alles bunt, das sieht alles viel schöner aus, als es ist, aber es sind eigentlich nur Filmkulissen. Ja. Hinter diesen Straßen sterben Menschen mehr oder weniger auf der Straße, es ist traurig, aber so ist es, Amerika ist ein bisschen brutal. Und das zeigt auch ganz gut dieser kleine Ausschnitt, die Menschen, mit denen du gereist bist, das waren 3 Jungs? Ja, das waren 3 witzige Jungs, die halt entsprechend ja, heftig unterwegs sind, also der eine junge Mann, der direkt neben mir ist, der hatte sich dann halt hier tätowiert. Nur Gott kann mich richten. Der kam aus dem Knast raus, der ist 21 und war schon 19 Mal im Knast. Ist vorbestraft für die nächsten 5 Jahre, kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen. Und die waren eigentlich ganz lieb. Und das Verrückte daran ist, die Menschen, die hatten auch Knarre und alles dabei, weil es in den USA auch möglich ist, alles zu beschaffen. Und die Jungs, die mich da mitgenommen haben, ein paar hundert Kilometer aus Mitleid oder so, die Menschen, die mich am meisten geholfen haben, waren die Menschen, die am wenigsten hatten. Also es ist irgendwie ganz skurril. USA ist, hat schöne Seiten, aber hat Seiten. Deswegen habe ich den Buch auch America for Sale genannt. Ja. Weil man hat das Gefühl, vor Ort ist Ausverkauf, ist Ende. Ja. Ne? Und die Amerikaner stehen da so mit gehobener Brust und erzählen einen von Liberty und die sind die Größten und die Schönsten und die stehen da eigentlich vom Trümmern. Der Badwater ja. Contest, es, kannst du den mal kurz erklären? Ja klar, so, es gibt weltweit eine ganze Reihe von Wüstenläufe und man läuft 5 Marathons Ende Juli bei 48 bis 52 Grad im Schatten. Es gibt aber keinen Schatten, es ist ohne Quatsch wirklich wie ein Föhn vor Augen. Und dann läuft man halt bei 50 Grad halt entsprechend nonstop diese 200 Kilometer. Ich habe das Rennen schon 2 Mal gemacht, also vor 10 Jahren und wollte natürlich auch 10 Jahre später etwas schneller laufen. Aber jetzt mal ernsthaft, du riskierst ja dein Leben. Du hast auch geschrieben, dass du tatsächlich auch mal kurz davor warst, dass du Nierenversagen hast bei diesem ganzen Run. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal war ich besser vorbereitet. Also es ist so oder so, heftige Sache. Was? Ja, es ist auch so, der Veranstalter lädt nur Leute ein, die wirklich, sag ich mal, viel Erfahrung haben. Also du kommst da nicht einfach rein und sagst einfach, ich habe schon mal einen Berlin-Marathon gelaufen, jetzt will ich halt Death Valley Ultra laufen. Geht nicht. Manche Wettkämpfe, wo ich dann selber körperlich so im Grenzbereich war, wo ich dann halt entsprechend nicht Angst bekommen habe, aber zum Beispiel, wenn man dehydriert ist, zum Beispiel in der Amazonas, weil ich halt entsprechend nicht genug Flüssigkeit zu trinken bekommen habe, weil die Verpflegungsstellen einfach zu weit auseinander waren, weil das Rennen einfach schlecht organisiert war. Dann muss man natürlich auch, wenn man halt entsprechend bei Kilometer 180 an der Verpflegungsstelle 3 Stunden da fix und fertig liegt und versucht mit Flüssigkeit, Wasser, weil man halt keine Infusion bekommt, weil sonst gibt es Infektionen durch den Stich, weil es die Bakterien sehr, sehr hoch sind. Man muss halt entsprechend versuchen, immer halt entsprechend den Verstand zu halten, dass man halt entsprechend nicht die Kontrolle über halt entsprechend über die Situation verliert. Mhm. Und dieser Testlauf, der das jetzt war, hat dieses Ziel New York und du hast es gerade schon angesprochen, ist aber nur der Step zu was Großem. Ja, es ist einfach nur ein Pilot zu sehen, ob das auch weltweit geht. Und ich bin überzeugt, dass man es schaffen kann. Das heißt, in Paris starten am Eiffelturm und da einmal um die Welt. Ohne Geld. Ohne Geld. Ohne Essen. Ohne Essen zu starten in 80 Tagen.